Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Dirt Rally 2. Ja, wir haben das dritte Event das letzte Mal gestartet und haben das erste Rennen gewonnen. Ich habe Margret gerade noch einen Kaffee ausgegeben hinten im Büro und jetzt geht's hier direkt weiter mit Myra Floors. Ich habe keine Ahnung, spricht man das so aus? Wahrscheinlich ist es völlig falsch. Aber es wird ein spannendes Rennen, davon Start, bin ich überzeugt. 60, kehre rechts weit, mach zu, in 1 links, extra lang. Viel Glück. Alles klar, also gleich geht's erstmal volle Möhre rum. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, so. Kehre rechts ja, weit, haben wir's schon. Mach zu. In 1 links, extra lang. Yes! Smoother Drift. In 1 rechts, mach zu, macht auf. Extra mach lang. Zu, mach auf. In 2 links, extra lang. Okay, da. Mach zu, 1. Ich hätte auch gar nicht die Möglichkeit, jetzt die Räder rechts. Zu wechseln, die Reifen, oder? Boah, das ist aber heavy hier. 2 links, dann direkt 1 rechts. Oh, da kam er rum. In kehre links, verdeckt, don't cut. So. In 1 rechts, macht so. Kehre rechts, ist doch hier. Ach nee, kehre links. 6 links. Oh, geil. Das fühlt sich gerade so richtig an wie Drift. So muss es sein. Rechts halten, in 4 links. Oh, jetzt hat er es drauf hier. McLushi, 6 Sekunden vorne, Alter, geil. So, warte mal, jetzt hier 4 links, dann Heavy links. Das ist schon Heavy links, ne? In 5 links, 6 rechts, 30, kehre rechts, verdeckt, macht auf. So, was, wie, wo? Oh, kehre rechts. 6 rechts. Kriegen wir hin. Schön mit Schmack ist drin gedonnert. Kehre links, verdeckt. Boah, ey, ganz ehrlich. Die Strecke ist ja noch mal heavier. Wie geil das einfach aussieht, der Staub, den wir aufgewirbelt haben. So, sofort 1 links nach der großen Kurve. Okay. In 6 links. Oioioi. 6 rechts lang. 6 links, 6 rechts, alles gut. Damit sehe ich ein bisschen was. 50, Kuppe und kehre rechts, verdeckt. Kuppe und kehre rechts, alles klar. Festhalten. So, zurücksetzen. Das ist das Ding. Dankeschön, heute noch. Also Kuppe und kehre rechts. Ich hätte, um ehrlich zu sein, gedacht, dass das ein bisschen später kommt. 30, 3 links und rechts halten. Fuck, ey. Margret, du hast doch so viele Zahlen da auf deinem komischen Zettelchen stehen. Du kannst doch sagen, Achtung, Kuppe direkt im Sprung rechts. Egal, was ich ihr sage, weißt du, die hört gar nicht mehr zu. Die liest da, die versteht gar nicht, was sie vorliest. Habt ihr das auch? Es gibt doch irgendwie bis zur 6., 7. Klasse irgendwie Vorlesenoten. Es gab da welche, die konnten super vorlesen, aber wenn du danach fragst, was hast du denn gelesen? Keine Ahnung. Ja, so ist Margret. Die kann das. Die kann das. Für mich gut verständlich, aber die hat keinen Dunst, was sie da vorliest. Don't cut. 2 links macht auf. Wirklich überhaupt keine Ahnung. In don't cut. 2 links macht zu über Brücke. So, aber das ist noch nicht verloren hier. Die 8 Sekunden, die kann ich wieder rausfahren. Wenn mir auch mal die Zeiten da oben angezeigt werden würden. Und so. 2 rechts. Ah ja, das rote da, das war. Was? Margret! Margret! Du hast. Total Schaden. Du hast einen Farbfilm vergessen, Alter. Margret! Du musst ein bisschen Varianz in deiner Stimme haben. Oder? Ist doch so. Ist doch jetzt so. Achtung! Kurve rechts, scharf! Und dann danach 5. Varianz in der Kurve. So, dass du sagst, 1, das muss rauskommen. 1 oder 5. Alter, die blabbelt das da runter. Oh, meine Güte. Die hat eine emotionale Schwingung wie ein Autoreifen.
Was? Ich will das wiederholen, das Event. Warum geht das nicht? Margret! Also das geht auf Margrets Kappe. Ganz ehrlich, da will ich eine andere haben. Das muss man doch, ich muss gar nicht wissen, was das für eine Zahl ist. Die Zahlen, ich muss es aus ihrer, die Stimme muss wie eine Melodie sein. Die Melodie des Teufels oder die Harfe des Himmels. 5, 6, 1, so muss das kommen. Aber nein, Margret schwafelt da ihre Zahlen runter. Da kannst du einen Zweitklässler hinsetzen, der kann das. Meine Herren, ey, die geht mir auf den Sack. Die kann echt nix. Es tut mir leid, Margret. Boah. Start. 30. Da hat 10 Glück. Auf 50. Rechts halten. Übersprung maybe. In 6 links. Die labert bestimmt noch das vom letzten Rennen runter. Ne? Die hat gesagt, wir sind nicht zu Ende gefahren. Ich rede das jetzt noch zu Ende. 30. 4 links. Macht auf. Es war so gut. Rechts halten. Übersprung maybe. In 6 links. 30. 4 links in 1 rechts verdeckt, macht auf. Rechts halten für 80, 4 links verdeckt. Schallert ja alle gleich, ey. Gleich geht es ja mal richtig. Backenfutter für dich. 60, über Wellen, Achtung, 1 links verdeckt. Den ersten Platz kann ich mir abschminken, ne? In Kehre rechts, verdeckt. Ey, ohne Mist, ich lenke seit einer halben Stunde links und habe die Handbremse und Bremse gezogen. Oh, ich bin jetzt einfach geladen auf diese Alte da rechts. Ich möchte der jetzt mit meinen Puffhandschuhen hier eine reindonnern. Einfach mal, die hat einen Helm auf, ey, das tut ja nicht weh. Einfach, dass die mal in ihrem hohlen Hirn mal ein bisschen Resonanz hat. And 5, 6. Macht man das so im Rallye, ja? Redet man da so monoton? Warum bin ich jetzt eigentlich alleine? Warum fahre ich jetzt hier alleine? Links halten für 30, Achtung, don't cut. Links halten, ich hab eine Handbremse. Alter, ich komm gerade nicht mehr recht. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich muss die feuern, ey. Die muss weg. Die muss weg aus dem Team. Es ist ja nicht, das ist vielleicht nicht ihre Schuld, aber das Team harmoniert nicht mit ihr zusammen. 30, Achtung, kehre links verdeckt. In Kehre rechts verdeckt. Alter, Karre jetzt hier. Links ist links, ne? In 4 rechts, in Kehre links. Guck dich das an. Ich schlittere rechts, Handbremsen auf einmal, hört die Karre auf. In Kehre rechts. Das ist natürlich jetzt, weil ich hier irgendwas falsch mache, weil die mir gerade so auf den Sack geht. Oh, kennt ihr das, wenn ihr von einer Person so genervt seid und ihr trefft die einfach jeden Tag immer wieder und denkst dir, halt doch die Schnauze. Und die macht eigentlich gar nichts anderes. Die hat dich halt einmal so genervt und denkst dir, oh, leck mich am Arsch, bist du eine dumme Bratze. Macht auf über Kuppe. Das mag ich gerade. In 4 rechts, in 4 links lang, wellig, 30. Margret, Variation in der Stimme. 2 ist. Ja, das ist was, da musst du sagen. Alter, krass, rechts richtig heavy. Danach richtig heavy rum. Handbremse und Arsch auf einmal. Über Welle. In Achtung, 5 links, 30. Die Achtung ist schon so, wo du sagst, so sagt kein Mensch Achtung. Achtung, Wildunfall. 50. Überleg mal, das ist deine. Don't cut, 5 links, 30. Kuppe und 1 links lang, mach zu, kehre links. In 5 rechts, in don't cut. Das ist so krass, wenn du einmal die Kurve falsch anschneidest, dann kriegst du die Karre nicht wieder rum, was völlig realistisch ist, ne? Links halten, ah, hier einmal falsch angeschnitten. Du stehst da manchmal so in der Kurve drin, ist egal, da könntest du jetzt mal rummanövrieren, wie du willst. Du hast einfach verloren. Ich verstehe gar nicht, was das jetzt für ein Rennen ist hier, um ehrlich zu sein. Weil es stehen keine Zeiten da, es fährt kein anderer mit. Haben jetzt alle anderen aufgehört, oder? Rechts halten für 50, 1 links, mach zu. 30,
5 rechts lang, macht auf. Warum die Karre jetzt einmal gerade überhoppelt ist, ich raff's nicht, Alter. Da habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Schön die Kurve angeschnitten. Wellen und Sprung in 6 links. Aber auf einmal. In langsam 6 keine rechts, Ahnung. Zündelt die volle Möhre nach vorne. Zu, kehre rechts, don't cut. So. Hier, guckt euch das an, die labert was von Downcut und dann denke ich immer, das ist irgendwie direkt jetzt um die Ecke und dann fährst du aber noch 500.000 Meter und manchmal springst du über einen Sprung drüber und dann ist es direkt dahinter, ohne dass die Achtung sagt oder sonst was. So, brezel mal um hier. So, Margret, also danach gibst du mir einen Kaffee aus, ne? Das ist eine klare Sache. Du zahlst. Keine Ahnung, wo es lang geht. Ich höre gar nicht mehr auf Margret. Ich verlasse mich nur noch auf meine Augen. In 6 links, 50. Wird keine Zeit mehr angezeigt. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Fahre ich irgendwie falsche Strecke? Aber ich habe das Gefühl, es passt so ein bisschen zu dem, was sie labert. 50. Margret. 5 rechts in 4 links. Das war ihm genau richtig, ey. Handbremse gezogen und ganz langsam hier rumgeslidet. Mann, ey, da bin ich manchmal so begeistert von mir selbst. Macht auf 30. Und wenn ich das erzähle. So, Ziel. Er winkt auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was heißt winken? Er winkt. Er macht nicht so, er macht so. Ach, ich weiß es nicht. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Keine Ahnung. Ich darf nicht nachgucken. Ey, Alter, Margret ist einfach Mitte 60. Okay, zweiter Platz. Aber Bestenliste, Event aufgeben. Müssen wir nochmal gucken. Verbindungsaufbau. Platz 325.717. Würde man sagen, das ist doch schon klasse hier, oder? So, weiter. Scheiße, ey. Aber ich glaube, das Event mit dem Totalschaden, wie wird denn das gezählt eigentlich? Ist jetzt das letzte Event. Das ist das letzte Event. Aber wie wird ein Totalschaden gezählt? Wie viel Zeit wird mir denn da drauf gebrummt? Das ist ja die eigentliche Frage. Weil du hast ja diese Einzeletappen in dem Track und da hatte ich ja eine gute Zeit. Und dann, ich glaube, im letzten oder vorletzten Abschnitt, da war Start. Der Tod. Oh nein, auch noch im Dunkeln. 3 links lang in 5 oh, rechts, da vorne sind doch schon die Scheinwerfer kaputt. Warum darf ich hier nicht mal reparieren? 4, rechts lang. 5, da, 4, gar nichts mehr darf ich 3, hier. 3, 2, 1. Los. Ich habe das Gefühl, diese ganzen Rallye-Regeln, die sind alle nicht logisch. Oh nein, das ist doch wieder das Event. Das ist doch das Event, wo ich einen Totalschaden hatte. Geil, ich habe es im Hellen nicht hingekriegt, dann werde ich es im Dunkeln hinkriegen, oder was? Margret, wenn du dir das gewünscht hast... So, wir müssen auf jeden Fall besser sein als der andere Johnny, dessen Namen ich mir dummerweise nicht gemerkt habe. 30 über Wellen, don't cut, 6 rechts, in 1 links lang. So, okay, dahin, das war doch schon und was. Rechts halten, in don't cut, 4 links, in 5 rechts. 30. Leicht nach links anschnibbeln und dann rüber. Es ist wieder links, komisch, ne? Warum werden da oben keine Zeiten angezeigt? 30 über Wellen, langsam 5 links. Zeit 49, also ich werde nur noch meine eigene Zeit. Ist das wirklich, weil der Totalschaden war, dass ich eigentlich raus bin aus dem Event? 30 über Wellen, 4 links lang über Kuppe, 30. Kehre links. Es kann natürlich weit, sein, dass ich komplett raus bin, oder? 5 rechts lang, mach zu, kehre rechts, weit, don't cut, lang. Hier die Kurve kriege ich nicht, ey, bin ich zu lahm. Aber es ist auch knüppelhart, ne? Dieses Spiel hat keine Rückspülfunktion. Bin mir gar nicht sicher. Dirt 5, oh, warum kriege ich die Kurve hier nicht? Dirt 5 hatte ja auch keine Rückspülfunktion. Ob überhaupt die Dirt-Reihe meine Rückspülfunktion hatte? Ich weiß es nicht. Hatten nicht die ersten drei Teile auf der PS3, die man gezockt hat, eine Rückspülfunktion? Oder irre ich mich da?
Ist vielleicht falsch in Erinnerung. Das ist hier, glaube ich, auch von Codemasters und die sind ja eigentlich die Gründungsmitglieder der Rückspulfunktion, ne? Damals eingeführt bei Grid. Grid 1, eins meiner ersten Let's Plays gewesen. Und ich habe kurz überlegt, ob ich sogar Grid 2 vor dem hier noch spiele. Aber, nee. Also Grid 2 werde ich auf jeden Fall zocken. Überhaupt die Grid-Reihe gefällt mir sehr gut. Ich bin vor einem halben Jahr Grid Legends mit euch zusammen durchgezockt. Nur die Story-Kampagne. Aber war sehr geil, hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, hier ist doch passiert, oder? Nee, oder war das die Etappe? Das war die erste Etappe, die haben wir geschafft, oder? Naja, irgendwie sieht auch alles ein bisschen ähnlich aus. Also es ist doch jetzt merkwürdig, dass da oben keine Platzierung mehr steht. Kann doch nicht so gewollt sein. So, das ist doch hier schon Ziel, oder? Nee. Ah, doch. Da, Ziel. Nee, es war die erste Etappe, die haben wir tatsächlich so geschafft. Ja, aber er hält die Faust hoch, das ist immer Zeichen für Sieg! Alter, krieg ich die Kurve? So, easy peasy. War geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat man drauf gehabt. Das sollte für eine Bestzeit auf der WP reichen. Ja, das schon, aber die Frage ist doch, was ist mit dem Totalschaden? Wie zählt sich das zusammen? Jawohl, Platz 1. Jetzt ist aber die Frage, Zwischenzeiten von Fürde Franz auch vorne. Schadensmeldung, was haben wir? Karosserie, Getriebe, jammert. Nicht nur das Getriebe, auch Margret. Reifen läuft nicht rund. Und Schadensmeldung bei O. Ekton, neuer Beifahrer. Das will ich auch. Ich will auch diese Schadensmeldung. So. Okay, wir sind Platz 1. Event Zwischenstand, aber 28. Event beendet mit 28 oder was? Das ist ja gemein, Alter. Das ist ja echt sehr gemein. Wenn du einen Totalschaden hast, wird das nicht gezählt. Boah, ey, das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ja, das muss ich nochmal machen. Aber wie viel Geld haben wir denn jetzt? Ja, das geht natürlich nicht, ne? Ich kann das jetzt hier nicht so hinnehmen. Das war die dritte Strecke. Ach Gott, ey, wir waren dreimal Erster und einmal disqualifiziert. Nennt man das so disqualifiziert? Ich weiß es nicht. Na, ja, 41.000 kann ich vergessen, das ist nichts. Aber habe ich nicht irgendwo, wenn Totalschaden ist, ermöglicht die Rückkehr deines Fahrzeuges zum Servicebereich nach jeglicher Art von Totalschaden. Ja, toll. Habe ich geupgradet? Was hat es mir gebracht? 0 Punkte. Das verstehe ich nicht. Sorry, das verstehe ich nicht. Ich dachte, das war doch kacke, oder? Totalschaden und zack, raus aus der Nummer. So. Reparatur. Zack. Upgrades können wir nicht reinhauen. Wir können nichts optimieren. Die Karre ist auf maximaler Leistung. Okay, ach so, es geht einfach so weiter. Nee, warte mal, das wollte ich nicht. Ich möchte das andere Event. Ach Gott, diese Menüführung ist so furchtbar. Das muss ich wirklich sagen, die ist richtig, richtig furchtbar. Warum ich jetzt nicht in diese Übersicht mit den 6 Events komme, sondern irgendwie woanders auf einmal hinkomme, dann machst du Start und jetzt bist du ganz woanders. Und das möchte ich natürlich nicht. Will ich natürlich nicht, ne? Möchte natürlich nochmal das machen. Meinen 28. lasse ich so nicht auf mir sitzen, weil da definitiv der Erste drinne war. Also Minimalziel ist natürlich für jedes Event hier auf dem dritten Platz. Das ist klare Sache. Da gibt's kein Wenn und Aber. Also, Margret, da können wir gleich uns wieder in den Flieger setzen. Margret, komm. Reingesetzt. Margret, das gibt's nicht. Ja, da können alle wieder einpacken. Hab die falsche Taste gedrückt, hab einen falschen Check unterschrieben. Sorry. Ist halt so, ne? Ein Tastendruck.
Reicht aus. So, Meisterschaft. Das möchte ich natürlich jetzt abbrechen. Meisterschaft verlassen. Ja. Da müssen wir rein. Das Auto. Event starten. Warum? Ich möchte das Event nicht starten. Ich möchte Meisterschaft, Option, Details. Wie? Wir fangen ganz von vorne an? Hä? Da stand doch erster Platz. Wollt ihr mich verbumsen oder was, ey? Was ist das für eine scheiß Menüführung? Meisterschaft ist doch jedes Event, oder nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist das wirklich so scheiße, diese Event? Wie komme ich da jetzt rein? Nein, will ich nicht. Warum gibt es hier eine Dreieck-Viereck-Taste? Ist es so schlecht? Das würde ich fahren. Das kann ich nicht fahren. Ich kann es nicht abbrechen. Ich muss die alle nacheinander fahren. Ich kotze ab, Leute. Ich kotze richtig ab. Ich kotze sowas von ab. Diese Rallye-Meisterschaft ist furchtbar. Diese Menüführung, sorry Codemasters, ist der letzte Dreck. Tut mir leid, wenn ich nicht der Rallye-Super-Input-Fotzenmeister bin, aber ich kann doch nicht ahnen, wenn ich das abbreche, dass dann alles weg ist. Ich dachte, ich werde jetzt da unten die 4 breche ich ab und nicht, dass alles weg ist. Das kann man doch mal für einen Deppen hinschreiben, oder nicht? Kann man nicht sagen, Achtung, wenn du das abbrichst, musst du alles, alles großgeschrieben neu machen und nicht sagen, wollen sie wirklich abbrechen? Ja, Marit. Ja, okay. Mann! Sorry, Leute, wir fangen von neuem an, aber ich wusste nicht, dass das so assi ist. Das war mir absolut nicht, das war mir nicht bewusst. Boah, geht mir das auf die Säcke, ey. Auf die Nüsse, auf die Klöten, auf die ich bin raus. Wir fangen von vorne an. Geiles Spiel, ey. Ganz ehrlich, Menüführung 6. Wie kann ich ein geiles Spiel beschissen machen? Wir machen eine Menüführung aus dem letzten Jahr. Ach, leckt mich am Arsch.